Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Mein Name ist Noreen von Al-Markaz Al-Islami in Bradford in Großbritannien. Ich wünsche euch allen Ramadan Mubarak. Was ist Ramadan? Ich möchte euch ganz kurz vorstellen, was Ramadan ist und was der Prophet sallallahu alaihi wa sallam zu Ramadan gesagt hat und was Allah Ta'ala uns im Koran auferlegt im Fastenmonat Ramadan. In der Sure Baqarah, in Vers Nummer 183, sagt Allah: O ihr Gläubigen, das Fasten ist euch vorgeschrieben, so wie es denen vorgeschrieben war, die vor euch waren, damit ihr gottesfürchtig werdet. Es geht rein um die Gottesfurcht im Monat Ramadan. Wir wissen, dass der Koran im Ramadan herabgesandt wurde. Das heißt, wir sollten sehr viel Koran lesen. Es geht aber primär in diesem Monat nicht, dass wir, wenn wir nicht essen von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang, dass wir hungern sollen. Nein, der Sinn und Zweck ist, dass wir Gottesfurcht bekommen. Es gibt einige Hadithe, die ich euch vorstellen möchte. Und zwar erkennen wir hierdurch, wie wichtig es ist, einmal zu fasten und wie groß die Belohnung hierfür ist. In der ersten Hadith von Abu Huraira radiallahu anhu heißt es, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte: Allah erhaben ist er, sagte, jede gute Tat des Sohnes Adams tut er für sich und sie wird entsprechend belohnt. Außer dem Fasten, denn es ist für mich und ich gewähre die Belohnung dafür, überliefert aus Bukhari und Muslim. Das heißt, ich kann jede andere Tat, sei es ein Gebet, sei es Hajj, Umrah, kann ich vortäuschen, dass ich es für Allah mache, aber eigentlich mache ich es nur, damit ich von den Menschen gesehen und gelobt werde. Das Fasten allerdings, dabei geht das nicht, denn ich faste wirklich nur für Allah. In einer zweiten Hadith heißt es, Sa'al bin Sa'd radiyallahu anhu sagte, der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, in Jannah gibt es ein Tor, das sich Ar-Rayyan nennt, durch welches nur diejenigen am jüngsten Tag eintreten werden, die gefastet haben und sonst niemand. Es wird gerufen werden, wo sind diejenigen, die gefastet hatten? Und sie werden aufstehen und in Richtung des Tores laufen. Wenn die letzte Person durch das Tor eingetreten ist, wird das Tor geschlossen werden und niemand wird hierdurch eintreten können. Subhanallah, überliefert von Muslim. Das heißt, ein Tor mit dem Namen Ar-Rayyan ist nur dafür erstellt worden, am jüngsten Tag, für diejenigen, die gefastet haben, dass die durch dieses Tor eintreten werden. Inshallah. Möge uns Allah von denjenigen machen. Amin. In einer weiteren Hadith heißt es, Abu Sa'd al-Khudri, radiyallahu anhu, berichtete, der Gesandte Allahs sagte, jeder Diener Allahs, der auch nur einen Tag für Allah gefastet hat, wird sich vom Höllenfeuer distanzieren, und zwar vergleichbar mit einer Distanz von 70 Jahren. 70 Jahren. Überliefert von Bukhari und Muslim, Alhamdulillah. Das heißt, wenn ich nur einen einzigen Tag faste, distanziere ich mich vom Höllenfeuer für 70 Jahre, mashallah. Abu Huraira berichtete, radiyallahu anhu, der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, derjenige, der in Ramadan vertrauensvoll gefastet hat und dabei die Belohnung von Allah erstrebt hat, dem werden seine vergangenen Sünden vergeben. Überliefert von Bukhari und Muslim, wir sehen alleine, dass wir fasten, unsere ganzen Sünden werden vergeben werden, inshallah. Und die letzte Hadith, sorry, für heute. Abu Huraira berichtete, radiyallahu anhu, der Gesandte Allah, sallallahu alaihi wasallam, sagte, wenn Ramadan beginnt, dann sind die Tore von Jannah geöffnet und die Tore von Jahannam geschlossen und Shaitan ist angekettet. Überliefert von Muslim und Bukhari. Das heißt, die Tore von Paradies sind weit geöffnet, die Tore von Höllenfeuer sind geschlossen und Shaitan ist angekettet. Das heißt, man spürt den besonderen Segen von Allah, man spürt den Frieden im Monat Ramadan, deswegen ist dieser Monat etwas ganz Besonderes.
Und möge Allah Dalla es für uns einfach machen, dass wir hierin fasten können. Und möge Allah Dalla unsere Taten akzeptieren. Und möge Allah unsere Sünden vergeben. Amin. Ich freue mich, dass ihr zugehört habt. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.